Willkommen bei Opa Jochens Rezept. Wir produzieren heute Frühstücksfleisch. Wir benötigen dazu Schweinebauch, Schweineschulter, Gewürze, Knoblauch und Aspikpulver. Zuerst schneiden wir die Schulter erst in Scheiben und dann in wolfgerechte Streifen. Dann schneiden wir auch den Bauch. Wir würzen das Fleisch und mengen es durch. Jetzt wird das Fleisch durch die 5 mm Scheibe gewolft. Das Aspikpulver lassen wir mit etwas kaltem Wasser aufquellen. Nun geben wir das gewolfte Fleisch in die Küchenmaschine. Wir geben das restliche Wasser zu dem Aspikpulver und geben dies nun zu unserer Masse. Jetzt lassen wir die Küchenmaschine laufen, bis eine schöne Bindung entsteht.
Wir formen Ballen und befüllen die Füllmaschine. Nun werden die Würste luftfrei gefüllt. Den Rest haben wir in Gläser abgefüllt und kochen ein 120 Minuten bei 100 Grad. Wir geben die Würste in heißes Wasser und lassen sie 60 Minuten bei 80 Grad ziehen. Danach gießen wir das heiße Wasser ab und füllen mit kaltem Wasser auf. Und nun schauen wir uns den Anschnitt an. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, abonniert den Kanal, läutet die Glocke, alles, was ihr so von YouTube kennt. Vielen Dank fürs Zuschauen.